Der Pastellmaler Lyotard schafft mit dem Puder der Pastellkreiden eine perfekte Modellierung seiner Darstellung. Der Bildträger, das Pergament, wird dafür zunächst geglättet und dann wieder leicht angeraut und trägt ganz wesentlich dazu bei, dass die Oberfläche eine ganz feine Struktur, fast samtige Struktur bekommt. Es stellt sich die Frage, ob wir unter dieser Oberfläche noch mehr entdecken können. Mithilfe unserer Untersuchungen durch Durchlichtaufnahmen und Infrarotreflektographie haben wir einen Einblick bekommen in Lyotards Schaffensprozess und haben eine Unterzeichnung gefunden. Diese Unterzeichnung ist sehr spannend. Sie zeigt einen sehr starken Kontrast zu der Pastellmalerei, denn sie ist ganz grob, sehr skizzenhaft und sehr reduziert. Also wirklich ein Lyotard, den man auf der Oberfläche gar nicht sehen kann.